Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zu Dark Souls Remastered Episode 11. Death Counter ist immer noch bei 12. Ja, und in der letzten Folge haben wir einem Dude geholfen, die Gargoyles platt zu machen, haben dann da ein bisschen Seelen abkassiert und dadurch jetzt endlich den Giftring kaufen können. Und ja, damit werden wir uns jetzt Richtung Quillark begeben. Ja, und dazu wird... Oh, warte mal. Ah, doch, ja, doch, doch, doch. Wir können uns Richtung Quillark begeben. So, lass mich mal kurz überlegen. Wir müssen den Fahrstuhl... Oder lass mich mal kurz nachgucken. Ah, ne, wir können eh nicht die Waffe upgraden. Die Waffe ist auf Max. Die Waffe ist auf Max. Aber wir könnten uns noch ein Spell vorher kaufen. Bevor wir... Oder nee, das ist eh auf dem Weg, glaube ich, sogar. Ne? Ja. Können wir uns gleich noch ein Spell kaufen. Dann müssen wir aber noch wieder zurückdackeln. Damit wir den Spell in unsere Leiste reintun können. Ein bisschen nervig ist das, aber... ist halt so. So. So, dann laden wir erstmal hier... Oder speichern wir erstmal ab, sozusagen. Zack. Wenn wir sterben, kommen wir hier wieder hin. Gut, so, dann werden wir uns jetzt erstmal Spells kaufen. Shit. Wir haben uns wahrscheinlich... Hier, den Typen wollte ich befreien. Und den haben wir da geholfen, dem anderen zu töten, wo wir ihn da so... Wo wir geblockt haben. Wo wir ihn da so eingeblockt haben, weil der Kampf gegen den ist wirklich übel. Weil durch seinen krummen Schwerter kann er um Schilder rumhauen, was richtig assi ist. Ja, so, dann werden wir jetzt erstmal hier nach New Orlando und zu dem Vinland-Typen hin und der wird uns dann da ein Spell hoffentlich verkaufen. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Schandstadt, heißt das glaube ich auf Deutsch. Und dort werden wir dann versuchen, ein Caster-Set zu bekommen. Und was noch? Ah ja, natürlich auf dem Weg uns nach Quillark machen, aber bevor wir zu Quillark gehen, werden wir erst zu Mildred hin und Mildred platt machen und Mildred wird uns dann Quillark tanken. So. Hallo. Hm? Yeah. So, wir wollen, finde ich, verstärken, wir wollen einen Gegenstand kaufen. Also wir haben schwerer Seelenfall und Seelenfall. Wir nehmen mal den mit 30 aufladen. Ich denke mal, das macht am meisten Sinn. Weil es sind halt mehr Aufladungen. Ne? Ja, ja, ja. So, dann werden wir wieder zurück. Oder warte mal. Obwohl, nee, den Weg können wir, glaube ich, jetzt auch hochlatschen. Da muss ich jetzt nicht extra Homeward-Bohnen benutzen. Das wäre eine Verschwendung. So, ja. Oh ne, warte mal. Habe ich gerade ein Bubu gemacht? Ah, oh, ich bin so ein Idiot. Den haben wir doch schon. Oh, oh nee. Ernsthaft? Yay, Seelen verschwendet. 2000 Seelen aus dem Fenster geschmissen. Oh, fucking Idiot. Oh. Oh, nee. Ich glaube, ich kann auch gar nicht... Oder kann ich den zweimal... Oh. Okay. Na gut, es ist nicht allzu doll verschwendet. Aber es ist eine Verschwendung. Ah, oh, fuck, ich hätte den anderen Spell kaufen sollen. Ja gut, haben wir 60 Aufladungen. Oh, das zeigt ja auch alles auf einem Menü an. Muss ich auch nicht umschalten. Ah, das ist praktisch. Das ist praktisch, würde ich sagen. Gut, dann können wir schon mal gleich den Giftring anlegen. So. Wie ihr da seht, lädt sich da jetzt die Anzeige auf. Also, der Widerstand geht hoch oder keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Ja, und wir haben jetzt quasi das Doppelte von dem, was wir vorher hatten am Giftwiderstand. Was ziemlich tight ist.
Weil die Region, in die wir jetzt gehen werden, das ist extrem giftig. Oh, warte mal. Oh, mir fällt da gerade noch was ein. Wir hätten vielleicht. Oh, wo gab es den. Den Eisenring. Wo gab es den Eisenring? Den hätten wir uns vielleicht auch vorher noch holen sollen. Das wäre vielleicht ein Plan gewesen. Lass mich mal kurz nachgucken, eine Sekunde. Ob wir da so auf die Schnelle rankommen an den Eisenring. Aber ich hätte mir das alles mal abspeichern sollen. Ringe. Eisenring. Undead Asylum? What? Wo? Warte mal. Oh ja. Komm, komm, komm. Das machen wir. Das machen wir. Den Ring holen wir uns. Das machen wir. Weil der Rusted Ring, 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 ist deshalb gut, weil da unten alles Sumpf ist und mit dem Rusted Ring können wir da ganz normal laufen. Ansonsten bewegen wir uns langsamer vor und dann ist das Kämpfen ja leicht bescheiden. Sorry für das Back and Forth, aber ja, ich habe mir da nicht wirklich einen Plan gemacht. Ich spiele jetzt einfach so, wie ich ja, Bock habe. Quasi. So. So, und ich denke mal, wir können die Seelen eigentlich auch verbrauchen. Damit wir nicht zu viel verlieren, falls wir da jetzt im Undead Asylum sterben sollten. Was sehr wahrscheinlich ist. Da wir dort gegen ein paar Ritter kämpfen müssen. Und das wird nicht sonderlich einfach. So, einmal Lift. Da 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 da. So. Einmal Undead Asylum, please, Mr. Raven. Oh. Careful. So, up. Einmal ins Asylum. So. Ah, jetzt müssen wir erstmal warten. Das dauert beim ersten Mal eine Weile. So. Ja, also der Rusted Ring, der ist auf jeden Fall very, very gut. Very, very gut. So. Bu-bu-bu-bu. 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 So, und da sind wir wieder in der Startzone. Jetzt ein bisschen anders ist, also nicht so vom Aussehen her, aber von den Gegnern. Aber von den Gegnern. Hello. Oh, ho, 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 Lord. Ei, ei, ei. Alter Falterverwalter. What the fuck? Die sind doch ganz schön hart. Vielleicht hätte ich die wegzaubern sollen. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen.
Da haben die uns weggeschnetzelt, unglaublich. Unglaublich. Oh Lord, ich möchte gar nicht wissen, wie das denn mit den Rittern abgeht. So, jetzt können wir das wegklicken. So, mal gucken, ob das hier respawnt oder ob das nur einmal da ist. Okay, ist nur einmal da. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu dem Stray Demon runterfallen. Den werde ich jetzt nicht machen. Komm mal her. So. Können wir das Feuer benutzen, bevor der Kollege kommt? Eigentlich müsste hier noch ein Ritter, unser Ritterkollege ankommen, den ich umgeschnetzelt hatte. Hello? Warum bist du nicht hier? Eigentlich müsste der hier sein. Ach, da ist er. Hello! Guckt euch an, wie viel HP der jetzt hat. Alter Falter. Alter Falter. Oh. Oh. Alter Falter hat der. Na gut, wir sind ja auch relativ früh. Ich glaube, man sollte noch nicht hergehen. Deswegen bin ich auch ganz gespannt, ob wir die Ritter überhaupt schaffen. Oh. Hast du davon? Oh, herrlich. Ach, come on, lass mich dich backstabben. Ah, noch nicht genug. Noch nicht genug. Oh, was? Come on! That's bullshit! fucking hell.
come on, wieso kann der durch... Das ist ein 100% Schild. Wieso kann der da durchhauen? Bullshit. Oh, wow. Bam! Oh, come on! Come on. Oh, endlich. Endlich. Alter Falter. Aber dafür haben wir jetzt ein geiles Schild gekriegt. Das Wappenschild hat sehr hohe Magie-Widerstand. Aber da müssen wir erstmal gucken, ob das auch 100 Damage Reduce hat. 100, oh, sehr schön. 100, okay, dann werden wir jetzt hier mal... War eigentlich Quatsch, weil... Ja. Weil ja, was wollte ich sagen? Wir 8 haben und hier bloß 5 zur Zeit gehen. So. Ah, warte mal, sind wir hier... Wir sind hier falsch, ne? Wir müssen oben lang für den Ring. Na, ist egal. Wir können uns ja hier gucken, ob wir die Dings kriegen. Die... what's his face? Die Puppe. Oh, come on. Das war Bullshit. Oh! Okay, shit. Das ist Tod Nummer 15. Und damit wären wir, denke ich mal, auch am Ende der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und sag dann mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.